KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum KinoCast. Wieder aus Malaysia hier, wo ich einen Arbeitsaufenthalt habe. Aber der ist bald vorbei. Nächste Woche werde ich noch nicht in die Sneak können, aber die übernächste dann. Aber der Chris war auf jeden Fall in der Sneak. Hallo Chris. Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und meine Wenigkeit, der Erik auch mit anderen veränderten Mikrofonen hier im Arbeitsaufenthalt. KinoCast worldwide sozusagen. Ne? Sozusagen, das ist unser Auslandsstudio in Kuala Lumpur hier. Was ich übrigens sehr empfehlen kann, Kuala Lumpur. Also wer da mal hin möchte. Echt empfehlenswerte Stadt. Aber wenn ihr da mehr wissen möchtet, könnt ihr mich gerne direkt anhauen. Oder vielleicht erzähle ich noch was. Aber was haben wir denn für Filme? Der Chris, also in der Sneak Preview lief Night Swim. Da möchte der Chris drüber berichten. Da bin ich gespannt. Ich war auch im Kino. Hier in Kuala Lumpur. Und zwar direkt gegenüber im, wie ist das, die da irgendwie Cinema oder so ähnlich. Und da liefen, ich glaube, 8 Filme. Und die haben, das ist so ein bisschen wie in Amerika gemacht, wenn du da in die Kino gehst, dann laufen die relativ kurz nacheinander, so fast wie auf Sky oder sowas, so gleich zeitversetzt in verschiedenen Sälen. Das heißt, wenn du da gehst, Moment. Wenn du da ins Kino gehst, da ist die Chance relativ hoch, dass du eigentlich maximal eine halbe Stunde warten musst, bis der Film anfängt. Und genau, da habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich The Beekeeper mir angeschaut, denn es gab nur noch einen anderen, ich nenne es mal internationalen Film, das war dieser mit diesem Raus aus dem Teich hier, The Migration, der dort lief. Und aber das war doch auch was gewesen. Ja, hatte ich nicht so recht Bock drauf. Ich habe mal lieber The Beekeeper geguckt, quasi auf Englisch mit malaiischen und, ich nehme an, chinesischen Untertiteln. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich, ja, aber Englisch, Sprache, das war okay. Dann habe ich hier noch gesehen Joyride The Trip. Hier, wir haben ja hier im Hotel so eine diverse Filmauswahl am Fernseher. Chris hat gesehen Indiana Jones und das Rad des Schicksals, the Wheel of Fortune oder so, ja. Das Glücksrad. Genau, und Serien. Ich habe in die neue Serie reingeschaut von den Machern von dieser anderen Serie hier, wo die da in Europa diesen Krieg nachstellen. Hier Steven Spielberg produziert, Amblin, haben ja eine neue Serie auf Apple TV, war es, glaube ich, wenn ich mir recht erinnere. Ja, Apple TV, das geht ja am wenigsten hier. Masters of Air. Habe ich die ersten 2 Folgen geschaut. Mehr gibt's noch nicht. Und Chris hat reingeschaut bei What If Staffel 2. Ja, durchgeschaut. Mensch, oh, das habe ich zu Ende gebracht, ja. Night Swim, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Ach, Night Swim. Neuer Film, neuer Grusel-Wusel-Film, der spannenderweise produziert wurde in USA, Australien und Großbritannien. Von Bryce McGuire. Falls es jemandem was sagt. Und Produzent war der eine von oh Gott, jetzt guck, ist schon wieder Name raus. James Wan, oder? James Wan, genau. Ja. Den man ja aus diversen Filmen kennt. Und geht ganz, ganz einfach und schnell gesagt, geht darum, eine Familie, da ist der Papa Profisportler, der muss seine Karriere beenden. Und aus gesundheitlichen Gründen. Und dann braucht man natürlich eine Luftveränderung, weil ist alles ja ein bisschen eingefahren, also 2 Kinder, Tochter, Sohn, die Frau und alles, und dann zieht man in ein Haus mit Pool, weil natürlich für die Kinder ganz toll, sie haben dann einen Pool, und für ihn ganz toll, weil er kann so, ja, Reha-Maßnahmen dort machen, weil er ja insgeheim hofft, seine Sportlerkarriere doch noch fortsetzen zu können. Was allerdings keiner der Familie ahnen konnte, ist, dass in diesem Fall nicht das Haus von einem bösen Geist bewohnt wird, sondern der Pool. Nein. Ja. Etwas Böses aus der Vergangenheit lauert da und sucht die Familie heim, wird entfesselt und nimmt Besitz der Familie, und so kommt es eben darauf an, wie man seine Familie vor dem Bösen rettet. So, das war ja schon die ganze Geschichte. Also mehr ist da tatsächlich nicht drin. Und was sonst eben
ein Horrorgedöns ist, was so in Häusern spielt und alles. Also natürlich auch hier spielt nicht alles im Pool, sondern auch im Haus, aber es hat halt sehr viel mit Wasser zu tun. Es sind jetzt quasi die Wassergeister mal geweckt. Kerry Condon und Wyatt Russell spielen das Ehepaar, die sich da dann auch so ein, ja, ich will es nicht sagen duellieren, aber die sich halt auch mit dieser ganzen Situation da auseinandersetzen müssen. Und ja, so, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen platt, wie die Story klingt, so ein bisschen platt ist auch der Film. Also man sollte da nicht zu viel und zu Deepes erwarten. Es ist tatsächlich für mich ein durchschnittlicher Horrorfilm gewesen, der ja seine Momente hatte. Manches sieht man auch tatsächlich schon im Trailer, wo man denkt so, ja, das ist, ja, ist halt so ein Horror-Ding. Manches ist so ein bisschen übertrieben. Facepalm-Momente gibt es natürlich auch jede Menge. Und ich tue mir schwer, ich möchte den Film jetzt nicht komplett zerreißen, ich möchte ihn aber auch nicht übermäßig loben, weil es ist halt so ein, ja, es, Die Wertungen halten sich auch eher so im unteren Drittel auf. Also, bei uns in der Gruppe. Ja, zwischen 1 und 5 Punkten ist alles dabei. Denn die meisten haben 4 gegeben und ich gehe da relativ mit, weil es, ja, ich sage, es war jetzt kein kompletter Griff ins Klo oder ein Griff in den Pool. Aber halt jetzt so dieses, oh, es ist was ganz arg Neues, es ist was total Tolles. Ja, das halt eher dann auch nicht. Und ja, schwierig. Du merkst es rumgeeiere, weil ich den Film nicht komplett zerreißen möchte. Das wäre gemein. Ja, so die Blumhouse-Sachen, die haben schon immer so einen eigenen Charme. Also ja, vielleicht gucke ich da doch mal rein. Ich glaube, so im Heimkino wird es dann schon was sein. Jetzt nicht gerade im Montagabend der Sneak. Ich denke mal, da sind noch einige rausgegangen dann bei Horror, als sich das angedeutet hat. Tatsächlich für eine Sneak finde ich es gar nicht mal so schlecht, weil es ist ja so ein typischer Sneak-Film eigentlich, aber halt, ja. Es hat so mal wieder, für mich hat mal wieder dieser Schnips-Moment, dieses Aha gefehlt. Vielleicht auch ein bisschen dieses, dass sich wenigstens dann die Schauspieler komplett mitreißen oder irgendwelche Szenen sind oder vielleicht auch dann der böse Dämon oder sowas. Aber ja, es war okay. Ich lese gerade, ich überfliege gerade so ein paar Kritiken hier bei Moviepilot. Die sind auch nicht gerade sehr positiv, ne? Also die Charaktere sind leere Hüllen, Spannung gibt es nicht, ewige Wiederholungen, Geister, die zum Fürchten lachhaft aussehen und das allgegenwärtige Gefühl, dass der Film einfach nicht bei der Sache ist. Unterwasseraufnahmen sind bestimmt nicht einfach, neu sind sie aber auch nicht. Ich sehe keinen Grund, warum man so ein unfundiertes Projekt anschauen sollte, dem klar der Kniff und das Herzblut fehlt, langweilig bis ins Mark. Oder ein anderer schreibt hier, der Trailer hat Bock auf mehr gemacht, raus kam am Ende nur Langeweile. Die Idee ist gut, nur schlecht umgesetzt. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich glaube, ich gucke da mal rein, wenn es den irgendwann im Heimkino, wenn der da verfügbar ist. Ich bin da jetzt nicht gerade böse drüber, dass ich den jetzt verpasst habe in der Sneak, wenn ich das so lese und die Wertung sehe. Ja, wie gesagt, kann man sich mal in Ruhe anschauen ins Kino, würde der mich tatsächlich mit dem jetzigen Wissen überhaupt nicht locken. Ja, wann läuft der eigentlich an? Ja, wissen wir da was? Februar, ich glaub, nächste Woche. 8.2. Ja, 8.2. Jawohl. Also wenn ihr da ein Horrorfilmchen sehen möchtet, ein bisschen was Gruseliges oder so, ich weiß nicht, gab es ja lange nichts mehr im Kino, wenn euch das interessiert, dann guckt da vielleicht mal rein. Ansonsten vielleicht lieber warten, bis es den zu Hause gibt. Ja, das reicht vollkommen. Punktemäßig, wo liegst du da? Ich hatte ihn bei 5, aber jetzt, wo ich nochmal drüber erzählt habe, gehe ich tatsächlich auch auf 4 Punkte runter. Okay. Weil, ja, ist halt. Sonst hättest du ja auch quasi eine der Top-Bewertungen in der Facebook-Gruppe. Ja, und wenn ich schon sage Durchschnitt, dann ist es eher unterer Durchschnitt. Deswegen sind es 4 Punkte. Okay, wenn wir einmal bei der Gruppe sind, nachdem du jetzt das Ganze vorgestellt hast, mache ich das heute mal. Der Tipp für die nächste Woche, das ist die Sneak Nummer 1201 am 29.01. lautet ein skurriler Besuch. Und
da sind ja einige Tipps eingegangen. Einmal die Natalia, weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, hat auf jeden Fall, ich glaube, zum ersten Mal einen Tipp abgegeben. Die tippt If, imaginäre Freunde, heißt der Film. Der Martin, der schon ein paar Mal richtig gelegen hat mit Tippen, tippt A Great Place to Call Home. Den hat er ja letzte Woche schon getippt, schreibt er hier selber, aber der würde diesmal wahrscheinlich noch besser passen auf den Tipp. Zeigt natürlich auch, wie vage die Tipps sind, die wir hier so bekommen und was wir hier arbeiten müssen. Also, und ich tippe auf All of Us Strangers. Das könnte nämlich auch passen, weil da kommen nämlich auch welche Fremde irgendwie zu Besuch und so. Könnte alles möglich sein. Was es genau wird, lest ihr entweder relativ flott nach der Sneak Preview in der Facebook-Gruppe, die da heißt Gloria Sneak Stuttgart. Wenn ihr die einfach mal abonniert, dann könnt ihr das dann auch sehen. Dann wisst ihr es schon. Ansonsten hört das dann von uns in der folgenden Woche, wenn ich dann auch wieder zu Hause bin, wenn alles klappt. Bitte doch. Die wollen mich zwar gern noch eine Weile hier behalten. Ich glaube, ich bin doch etwas hilfreich, aber nee, ich muss langsam wieder heim. Ich bin durch. Ja, und dann werde ich nämlich auch jetzt da noch nicht in die Sneak gehen, aber dann auf jeden Fall die Woche drauf. Da bin ich dann rechtzeitig zum Bilderrätsel wieder da. Muss mal gucken, ob wir überhaupt noch Material haben. Na gut. Die Tops und Flops der Sneak des vergangenen Jahres. Irgendwann müssen wir da eigentlich mal so einen Stichtag einführen. Ah, das machen wir, wenn du wieder da bist. Ich gucke nur gerade mal, was da... Ich glaube, ein Flops führt gerade noch Infinity Pool, wenn ich es richtig sehe. Zu Recht. Völlig zu Recht. Ich fand's ja zuckersüß. Ich habe bei der vorletzten Sneak einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen mit, hey, ich würde auch gern mitmachen. Oder möchte da mitmachen bei den Tops und Flops. Und ich habe sie aufgeschrieben, weil ich bin nicht auf Facebook. Und wenn ihr irgendwann mal weg von Facebook seid, dann nehme ich auch gern wieder teil als Umfragen und so. Da kam bei den miesesten Sneaks in absteigender Reihenfolge auf Platz 1 Griechenland oder der laufende Huhn. Ah, den habe ich ja nicht gesehen. Ne? Ja. Du hast den, glaube ich, nee, oder machst du da eine Sneak oder auch nicht? Ja. Dann Babylon, How to Have Sex, Passages und Black Box. Ach so, gleich mehrere oder waren das verschiedene Personen, nee, das getippt haben? Die gleiche Person. Und beste Sneak, Dogman, Infinity Pool. Das geht aber nicht, ich darf nur ein was tippen. Nein, da hat es halt seine Dings. Hast du gleich um die Ohren gehauen, die Zettel? Hast gesagt, im Prinzip nicht verstanden. Ist also. Renfield Cocaine Bear ist auch mit drauf. Also. Nein, aber finde ich toll, dass man das dann trotzdem macht. Deswegen möchte ich das lobend erwähnen. Also Facebook hin oder her, aber wie kann man denn nicht auf Facebook sein? Ich meine, es sind so Leute, die dann sagen, die dann zwar WhatsApp haben und Instagram, aber nicht auf Facebook sind. Also, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Naja. Da erlaube ich mir kein Urteil drüber. Auf jeden Fall, die Gruppe ist ja mittlerweile, ich habe sie gerade offen, 1152 Mitglieder. Also ich meine, das jetzt nochmal irgendwo umzuziehen und das die Community irgendwo mitzunehmen, da müsste schon was Fatales passieren. Und ich meine, die Einstiegsschwelle für Facebook ist schon sehr niedrig. Und der ganze Programmieraufwand, der wäre für uns halt viel zu hoch, das irgendwo anders anzusiedeln. Ja. Es sei denn, das Kino selbst hat da irgendwie Bock drauf und macht das auf der Innenstadt-Kinos-Seite irgendwie ein Vote. Machen ja andere Kinos auch in der Umgebung. Aber gut. Oder wir machen es halt ganz oldschool, wie es früher war. Kann ich mich erinnern, da gab es bei manchen Sneaks, bei der, wo ich früher war, nicht, aber in einer anderen, wo ich mal zu Gast war, da hatten die zwei Boxen unten stehen beim Rausgehen und dann hast du deine Kinokarte reingeschmissen. Damals gab es noch physische Kinokarten. Ja, quasi einmal Top und einmal Flop und dann haben die es halt ausgewertet, wie viele Stimmen in die eine und wie viele in die andere gegangen sind. Ja. Ja, das ist durch. Ja, das ist durch. Oh, wir erzählen hier vom Krieg. Ich war ja noch mal im Kino. Wie ich es schon vorhin berichtet hatte, hier in Malaysia bin ich in The Beekeeper gegangen. So. Und es ist hier alles relativ günstig. Ist wirklich günstig. Kannst sehr, sehr gut und günstig essen gehen überall. Wenn du dich hier bewegst, irgendwie mit diesem, das Uber heißt hier Grabcar, da kannst du auch Essen bestellen. Sau günstig. Bin vorhin ewig lang gefahren. Das hat irgendwie 3 € gekostet. Also ist wirklich günstig. Was schätzt du, was Kino kostet hier? 1,50. Ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht so günstig gewesen, wie erwartet. 2,50, ich habe keine Ahnung. Naja, ich habe tatsächlich für Beekeeper 5 € bezahlt, umgerechnet. Ja, war also halt Kinotag, ne? 25, nicht Kinotag, gestern Samstag. Ja, ist doch Kinotag.
Ach so. Nee, ich weiß nicht, ob die da unterschiedliche Preise haben. Aber naja. Was hier das Witzige ist, es gibt Popcorn auch, aber es gibt hier kein süßes Popcorn, wie wir es kennen, so mit ganz normal Zucker, sondern es gibt hier entweder Karamellpopcorn, karamellisiert irgendwie, dann gibt es salziges Popcorn und es gibt Cheese Popcorn. Habe ich euch auch in der Gruppe das Bild geschickt. Ne? Ich habe es aber alles nicht probiert, aber ich fand's geil. Also, weil ich hatte gerade vorher was gegessen gehabt, dann habe ich gedacht, ach, gehst ins Kino, passt gerade. Sonst hätte ich mir das noch geholt. Aber ich finde es auf jeden Fall, die Idee finde ich geil. Also diese Mischung aus, ich meine, das ist ja auch bei Nachos meistens das Geilste, die Käsesoße. Und ja. wenn du da gleich Popcorn hast, wenn das nicht gesüßt ist und das Popcorn ist so verkäst, sage ich mal, das klingt schon geil. Wenn jetzt noch ein anderer Film laufen würde, würde ich vielleicht nochmal reingehen und das dann so timen, dass ich mir noch was holen kann. Naja, jedenfalls. Also The Beekeeper, ne? Auf Englisch, quasi OV mit Untertiteln auf Malaysisch und Chinesisch. Und worum geht's? Also, Jason Statham, wie ich erfahren musste, hat auch hier mitproduziert, was natürlich dann immer so ist, wenn so ein gewisser Status von jemand erreicht ist, dann produziert man sich gern so einen eigenen Film, der einem liegt, und das ist auch natürlich wieder so ein typisches Jason Statham-Vehikel, ne? Also man kann es nicht anders sagen. Hat aber doch noch ein paar Sachen drin, die es vielleicht ein bisschen über diesen üblichen Sachen, die wir auch in der Sneak teilweise gesehen haben, ein bisschen drüber wegheben. Es ist von David Ayer gedreht. Der hat ja zum Beispiel Street Kings gemacht oder End of Watch oder ich glaube Sabotage hatten wir in der Sneak, der war ja ziemlich geil. Und zuletzt, glaube ich, während der Corona hat er, glaube ich, Bright gemacht, der auf Netflix war, der Will Smith-Film, der nicht so gut war. Naja, Jason Statham, wir sehen ihn am Anfang als quasi Imker, deswegen auch Beekeeper, und der hat so ein Bienenvolk, da kümmert er sich immer und bringt so verschiedenen Leuten auch so immer mal Honig, und da ist so eine ältere Frau, die wird gespielt von der, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie sie heißt, von der Frau, die bei Raumschiff Enterprise, die eine, oh, verdammt, hier steht's nicht, warum steht das hier nicht? Bei IMDb auf der ersten Seite steht es leider nicht, der Name von der Frau. Na, egal. Wie hieß sie? Ich glaube, Uhura hieß sie bei Raumschiff Enterprise. Ich glaube, jeder weiß jetzt, wer gemeint ist. Und diese ältere Frau, um die kümmerte sich so ein bisschen, und die hat bei sich im Haus, im Schuppen irgendwo, hat sie ein Hornissennest entdeckt. Da kümmerte sich auch drum, dass das weggebracht wird und so. Und unterhält sich mit ihr, und sie ist so ziemlich so seine einzige Freundin, Bekannte, die er da hat. Er wohnt da in der Nähe. Und dann eines Tages, oder ich glaube, es spielt sogar am selben Tag, als er bei seinen Bienen ist, sehen wir in so einem Gegenschnitt, ist sie am Computer und macht da was, und mit einmal kriegt sie so diese Meldung. Ich glaube, es kommt auch im Trailer, so nach dem Motto, ja, Ihr Computer ist von einem Virus infiziert, bitte rufen Sie mal diese Nummer an. Und wir sehen sie dann, wie sie diese Nummer anruft, und dann kommt so ein Gegenschnitt auf dieses Callcenter, und wo dann quasi so wie in so einem Pyramidensystem da so ganz viele Leute sitzen, Leute anrufen, und sie wird aber gleich durchgestellt auf den Chef von diesem Callcenter, der zeigen will, wie es geht, ja, wie man das macht, und alle anderen hören ihm zu, und er hat da so ein Mikrofon und schaltet sie auch immer mal laut, und ja, dann sehen wir das also quasi, wie er sie über den Tisch zieht, nämlich, ja, hier, Sie müssen da eine Software installieren, und klicken Sie mal bitte hier, und ah, sie sagt, ach, das haben alles meine Kinder gemacht, ich weiß nicht, wie es geht, ah, ich kann das aus der Ferne machen, Sie müssen dann nur hier klicken, dann darf ich auf Ihren Computer zugreifen und so weiter, und ja, weil Sie jetzt ein bisschen Trouble hatten, würde ich hier, ich bin hier von der Firma, von Ihrem Antivirus-Programm, ich würde Ihnen dafür die Jahresgebühr zurückerstatten, und dann, ups, ich habe Ihnen aus Versehen zu viel überwiesen, können Sie es mir bitte zurücküberweisen, loggen Sie sich mal bitte ein und so weiter, ja. Und sie wird halt gescammt, und sie hat, sie ist Treuhänderin für einen größeren Account, wo 2 Millionen drauf sind, der für bedürftige Kinder ist, und der wird auch leergeräumt, und lange Rede, kurzer Sinn, ich will mal jetzt da an der Stelle nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall nimmt Jason Statham das dann natürlich auch so ein bisschen persönlich. Er findet dann raus, wer dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Fährt dahin erstmal an die erste Stelle, das erste Callcenter.
verschafft sich da mehr oder weniger Zutritt, indem er allen Leuten, die im Weg stehen, auf die Mütze haut und er geht mit zwei Benzinkanistern rein und warnt auch alle Leute ein bisschen vor und die lachen ihn erstmal aus und nee, dann fängt er an, alles mit Benzin vollzuschütten und anzuzünden und ja. Und das ist aber ja nur eins von vielen Callsendern. Er findet dann raus, da gibt es dann noch mehr und er zieht quasi so eine Spur der Verwüstung hinter sich her. So, und jetzt kommt noch was anderes, nämlich es gibt noch eine Art zweite Storylinie in dem Ganzen, nicht nur diese Rachegeschichte, dass er rausfinden will, wie weit es nach oben geht und alle bestrafen will in dieser Value Chain, sondern die Tochter von der übers Ohr gehauenen älteren Omi arbeitet beim FBI und sie ist auch relativ schnell dort vor Ort, gerade da, als auch Jason Statham vor Ort ist und sie denkt erst, er hätte was damit zu tun und das FBI ermittelt halt und es ist so, sie weiß, dass er eigentlich das Richtige tut, indem er da alle aufräumt und die ganzen Callsender in explodieren lässt und in Brand steckt und Leute umbringt und eine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht. Und sie ermittelt aber trotzdem, aber ja, gefühlt auch nicht mit vollem Enthusiasmus, sag ich mal, ne? Und dann, als noch ein bisschen rauskommt, wie weit das nach oben reicht, bekommt sie auch noch zusätzliche Mittel mit zur Verfügung gestellt, wo sie dann wirklich auch das große Besteck auspacken kann und mit SWAT-Teams und mit allem Pipapo. Und es geht schon ganz schön ab in dem Film. Also richtig gute Action. Der lief auch hier gefühlt völlig uncut. Also da waren wirklich heftige Szenen drin. Also irgendwie, da stürzt so ein, da bringt er so einen Aufzug zum Absturz und da so manche Leute hängen dann noch so halb draußen, halb drin zur Tür, als der abstürzt und die werden dann so in zwei Hälften gerissen und übelster Bloodshed hier und das kam auch im Kino sehr gut an. Und viele Schießereien, viele Kämpfe, natürlich manche ein bisschen, so weißt du, es kommen so fünf Leute auf ihn zu und er schafft es wirklich gegen alle, obwohl die schwerst bewaffnet sind und sowas. Das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber es sind halt so diese Action-Vehikel, die einfach, ja, nicht so viel nachdenken, wobei ich gerade hier, gerade diese Themen mit diesem Scam und sowas ist natürlich top aktuell auch, das passiert sehr viel, das hier mal so ein bisschen vorzunehmen und ich darf nicht zu viel verraten, weil der hat wirklich echt noch ein paar doppelte Böden, der Film. Ich habe auch schon was verraten, nicht verraten, was ganz am Anfang passiert, was ich auch extra aussparen wollte, falls das noch jemand sieht, weil das für mich sehr überraschend kam, weil das ein bisschen ungewöhnlich ist für den Film. Also der Film hat wirklich ein paar Sachen drin, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Fand ich gut, fand ich gelungen. Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit eigentlich gut Spaß bei dem Film. Er war schnell geschnitten. Ach ja, paar Darsteller noch. Ich habe jetzt die ganze Zeit Jason Statham und Aurora erwähnt, wo mir immer noch der Name nicht einfällt von der Darstellerin. Es spielt Josh Hutcherson noch mit. Der spielt so den einen, so, der so ein bisschen relativ weit oben steht in dieser ganzen Callsender-Kette, also ein bisschen der Böse. Dann den FBI-Agent, die Tochter von Uhura spielt, Emmy Raver Lampman. Und ein in dieser ganzen Firmenhierarchie, einer, der wird gespielt von Jeremy Irons, den mag ich ja sehr. Und das ist schon ein ganz guter Cast, der da aufgefahren wird, also auch in den Nebenrollen. Und Jeremy Irons da zu sehen, das hat auch echt Spaß gemacht. Und hier im Original den zu hören, war wirklich gelungen. Also ich mag ja auch den Akzent, den er da so mitbringt. Und ich fand es einen gelungenen Actionfilm, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er ist eher so ein bisschen unterdurchschnittlich, aber ich fand ihn schon ein bisschen überdurchschnittlich. Würde er sogar 7 Punkte geben. Ja, hat echt Spaß gemacht. Natürlich so ist bei mir noch so, wenn ich jetzt so Filme im Original sehe, dann wirken die bei mir immer noch ein bisschen besser als in der Synchro. Und deswegen hat vielleicht auch noch so seinen Teil dazu beigetragen und übrigens, eine schöne Entspannung hier im Kino. Ich möchte mal ganz kurz nachhaken. Bist du sicher, dass das Uhura war? Ganz sicher nicht, aber ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich glaube, du meinst Felicia Rashad, oder? Als Schauspielerin. Und die hat. Ich weiß nicht, warte mal. Ganz aktiv. Komplette Besetzung. Ach genau, ja, sorry, nee, dann war die, stimmt, daher kannte ich die. Ich habe gedacht, das war irgendeine Serie, woher ich die kannte. Die ist natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden. Ja. Stimmt, das war die Frau von Bill Cosby. Ja, jetzt wo du sagst. Ja. Ich hatte überlegt, aus irgendeiner Serie kenne ich die. Stimmt. Oh, was für ein Fauxpas hier. Naja, ist ja nicht schlimm, aber wir haben es ja noch gerade gebogen, ja. Genau.
Also die spielt die arme Frau, die da völlig über den Nuckel gezogen wird. Und ja, und dann ist natürlich dieses ganze Ding mit. Dann ist natürlich das ganze Ding hier mit Beekeeping und so weiter. Da gibt es natürlich ganz viele so Gleichnisse und so weiter. Da wird halt erzählt, zum Beispiel, dass, ja, dass zum Beispiel in jedem Bienen- oder bei Bienenstöcken gibt es dann auch teilweise sogenannte, wie haben die es genannt? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie es genannt haben. Gibt es dann so Bienen, wenn zum Beispiel die Bienenkönigin nur irgendwelche schlechten Nachkommen rausbringen, dann gibt es eine Biene, die dann quasi der Attentäter wird, der dann quasi bis nach oben sich durchkämpft und alle versucht da auf dem Weg umzubringen, die beschützen wollen, die Königin, und dann der halt die Königin tötet, um den ganzen Hive zu retten und so. Und da waren natürlich so viele solche Gleichnisse drin, weil dieser Beekeeper hat dann auch so ein kleines Heftchen, Beekeeping und so weiter. Ja, nett gemacht, also auch diese ganzen Action-Szenen, da sind auch coole Sachen drin. Also ist wahrscheinlich war es jetzt nicht unbedingt fürs Kino. Ich glaube, da ist ja sowieso schon überall fast durch, der Film. Die Charts haben wir ja, glaube ich, nicht aktuell bekommen, oder? Haben wir die? Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin hier ein bisschen unter Wasser hier. Da Ansonsten kam aber irgendwas. weiß ich nicht, wie der gerade noch Am performt in 22. Deutschland. kam was noch. Ah, okay. Ja, Weil der aber soll läuft ich ja kurz jetzt machen? schon. Soll ich kurz machen, die Charts? Warte mal ganz kurz. Ich will noch kurz hier. Achso, nee, jetzt waren wir ja durch hier mit der Section. Also, von mir 7 Punkte. The Beekeeper, durchaus empfehlenswert, wenn man einen knalligen Actionfilm sehen will. Ich habe ja gehört, der läuft in Deutschland auch ungeschnitten und macht schon Spaß. Ansonsten vielleicht mal zu Hause gucken im Heimkino. Wäre jetzt nicht ganz so. Ja, ist er fast durch. Ich finde so gerade irgendwie nicht die Charts Das ist hier. kein Problem, dann fange ich schon mal an und mache einfach weiter, weil der Beekeeper ist von den 5 Platzierungen, die wir haben, auf Platz 4. Auf Platz 5 drunter ist Ah, Wonka. ich hab's Und gef ja, ich hab's möchtest du dann mit gefunden. Platz Ja. 3 weitermachen? Platz 3 ist der Junge und der Reiher. Jawohl. Platz 2, wo die Lüge hinfällt, den hatten wir ja auch in der Sneak. Ah, sehr gut. Hätte ich fast erwartet, dass der noch ein bisschen besser performt als die 1. 1 ist Poor Things. Der hat natürlich einen riesigen Buzz bekommen durch die vielen Oscar-Nominierungen. Das ist wohl so, ja. Und da bin ich bei dem Film bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich habe in meiner Bubble so ein paar Leute, die fanden den ganz, ganz furchtbar. Die haben den gesehen im Kino und fanden den wirklich furchtbar. Und das sind welche, die eigentlich auch schon einen ähnlichen Geschmack haben wie ich. Und dann gibt es welche, die fanden den großartig. Also ich weiß nicht. Normalerweise so Oscar-Nominierungen, dann denke ich, okay, sofort Kino, wenn, sonst hätte ich nämlich gedacht, wenn ich sobald wie ich wieder da bin, ich gucke den mal. Aber ich bin da echt ein bisschen hin und her gerissen. Also vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr den Film gesehen habt schon, Poor Things, gebt mir mal einen Rat. Soll ich den gucken oder soll ich den nicht gucken? Schreibt's in die Kommis, wie es so schön Die heißt. Kommis. Ja. Und was läuft denn überhaupt alles Neues an? Da gucken wir doch jetzt mal rein. Kinostarts Am und ersten, Neustarts. Nee, was zweiten. heißt denn Kinocharts und Neustarts? Ja, wir haben ja schon die Charts gemacht. Es läuft an 1 Million Minuten. Jetzt weiß ich nicht, worum es da geht. Entweder hat da jemand Deutsches Drama mit Caroline Herfurth und Tom Schilling. Basierend auf. Freiguthaben bekommen von Telefon. Nein, basierend auf der wahren Geschichte einer Familie, die auf den Wunsch ihrer Tochter hin die Reise ihres Lebens antritt. so, da hat vielleicht nur noch jemand eine gewisse Anzahl. Wie viel sind denn 1 Million Minuten in Tagen oder Stunden? Ja, das kann man doch ausrechnen. Scheiße. Ja, das kann man wahrscheinlich ausrechnen. Sehr lange. Ja, Vielleicht hat sag da ich mal. jemand noch eine gewisse Anzahl Zeit zu leben und Es dann. sind 16.666,666 Stunden und damit 694 Jahre. Das kann Oh! nicht sein. Doch so lang. Na gut. Also, hast du den jetzt eigentlich gemacht, den 1 Million Minuten oder ich? Jetzt bin ich mir Nächsten nicht Tage. sicher. Wer macht denn den 600 nächsten? Tage, Entschuldigung, nicht Jahre, 694 Tage. Ja, das war jetzt so ein Mischmasch, weil du gesagt hast, du weißt nicht, worum es geht. Da mache ich einfach Ella und der 600 schwarze Tage. Jaguar, ein Ja. Familienfilm über ein junges Mädchen, ein Jaguar und eine unvergleichliche Freundschaft. Ich glaube, das ist von der Produktionsfirma, die so Ostwind und sowas produziert haben. Also die Zielgruppe dürfte da klar umrissen sein. Ich habe, glaube ich, auch schon den Trailer irgendwo gesehen. Apropos Trailer, warte mal. Ah, mache ich dann. Ich erzähle mal, was ich hier für Trailer gesehen habe. Es läuft auch noch an Argyle, ein Spionage-Thriller mit Henry Cavill und Bryce Dallas Howard.
gedreht von Matthew Vaughn, der ja zum Beispiel Kick-Ass und sowas gemacht hat. Und das ist schon mal, der Trailer sieht saugeil aus. Geht aber 135 Minuten. Könnte es auf das Sneak passen? Nee, glaube nicht, leider nicht. Warum denn nicht? Ich würde es auch nehmen. Aber wenn der am 1.2. anläuft, hey, da, vielleicht gehe ich da ins Kino, mal gucken. Ja, warum nicht? Dann startet noch Butterfly Tail, ein Animationsfilm über einen jungen Schmetterling, dessen Flügel noch nicht ausgewachsen ist und der trotzdem zum Überwintern mitfliegen will. Das kennen wir doch alles schon. Das gab es doch mit Zugvögeln schon, die da irgendwo hinreisen. Mit dem Schmetterling. Naja. Und Schmetterlinge, die fliegen auch irgendwo hin zum Überwintern, ist mir neu. Aber gut. Peppas Kinoparty. Ein Kino-Event anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Kinderserie Peppa Woods. Was übrigens ein ziemlich breit gestreut. Also Peppa Woods gucken sich echt viele. Ja, aber es soll anscheinend nicht so gut sein. Also auch pädagogisch nicht so, aber es scheint sich zu. Du, was haben wir denn früher geguckt? War das pädagogisch wertvoll? Ich finde schon. Calimero mit Sombrero finde ich heute noch gut. A Great Place to Call Home, Komödie über ein Alien, das im Garten eines verwitweten Rentners Bruch landet und mit ihm und seinen Nachbarinnen Freundschaft schließt. Ey, das passt doch auf den Tipp. Hier, was war der Tipp? Irgendwie ein Fremder kommt nach... Ja, das passt auf den Tipp. Ich habe schon was getippt. Muss jemand anders tippen. Bitte schreibt das mal jemand in die Gloria Sneak Gruppe. A Great Place to Call Home, ich glaube, das ist es. Und das wäre eine geile Sneak, glaube ich. Also da, ja, das da mit Ben Kingsley und so. Ja. Es läuft auch noch an Rick Hall. Musik ist höchstens ein Hobby. Oh Gott, das ist bestimmt eine Mundart. Melancholisch-humorvolle Vater-Sohn-Geschichte um einen Straßenmusiker, in dem Liedermacher Voodoo Jürgens seine erste Hauptrolle spielt. Oh, Voodoo Jürgens? Ernsthaft? Oh Gott. Okay. Oh Gott. Bitte nicht. Klingt nach einer bayerischen Mundartkomödie. Ja, ein bisschen. Norwegian Dream, norwegisches Drama, in dem ein polnischer Einwanderer in einer Fischfabrik in Norwegen Gefühle für seinen Kollegen entwickelt. Mhm. Das ist quasi Brokeback Mountain aus Norwegen, oder? Und wie ist der andere Film, wo die den Fisch gebumst hat hier? Das ist ja auch noch hier Fischfabrik und so. Es läuft auch noch an Green Border, das ist der letzte Neustart diese Woche. Ein Schwarz-Weiß-Drama von Agnieszka Holland über Einzelschicksale im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Geht schlanke 152 Minuten, ist bestimmt ein absoluter Feel-Good-Movie. Und ja, nee, wahrscheinlich eher was Arthausiges, aber naja. So. Da haben wir doch schon alles durch, außer den Trailern, die wollte ich noch verraten. Es kamen zwei internationale Trailer vor Beekeeper. Der erste Trailer war Godzilla X Kong, The New Empire. Und ich kann mich kaum erinnern, den Trailer gesehen zu haben schon. Also, hast du den schon mal gesehen? Godzilla vs. Kong, The New Empire? Ich habe was davon gehört, ja, tatsächlich. Aber also zumindest diesen Trailer habe ich noch nicht gesehen gehabt, der kam. Und das hat für mich wieder gezeigt, woran es bei diesen US-Umsetzungen von Godzilla-Themen oder überhaupt diese Kaiju-Themen einfach krankt. Weil da tritt halt plötzlich, ist da in dem Trailer, was mir vorher noch nicht bewusst war irgendwie, ist plötzlich hat King Kong auch irgendwie ein Baby. Also da ist dann plötzlich so ein Baby-Gorilla, natürlich mit ganz großen Augen und haha, und der ist so niedlich. Und ach ey, da habe ich schon gedacht, nein, wieder so eine US-Umsetzung. Also ich habe ja letztens Godzilla Minus One gesehen, der war ja so großartig und ja, jetzt diesen Trailer, der fing gut an, der Trailer. Ich muss sagen, der fing wirklich gut an und im Kino solche Kaiju-Trailer zu sehen mit so riesigen Sachen, das braucht einfach die große Leinwand. Und dann, ich muss sagen, der Sound, das war jetzt kein Atmos-Kino, wo ich war, kam zumindest nicht dieser Trailer, aber der Sound hat richtig geknallt. Also es war wirklich... es war teilweise, wie manchmal früher, manche Leute ihre GTIs aufgepimpt haben mit einem riesen Subwoofer. Also hat auch bei Jason Statham da die Schüsse, da hast du richtig den Bass gemerkt im Körper und so. Ich weiß nicht, in Deutschland kriegt das bestimmt keine Zulassung, dieser Schalldruck, den die da hatten in dem Kino, aber hier ist das egal. Mir hat es gefallen. Und da war auch bei diesem Godzilla natürlich diese Geräusche und so, das hat natürlich alles vibriert und gebebt und so, das war cool. Aber
das Ende von dem Trailer war scheiße, hat mich nicht überzeugt. Also wahrscheinlich gucke ich ihn trotzdem, weil ich da einfach Fan davon bin. Vielleicht kriegt es ja noch irgendwie, gerade wenn da so große Kaijus gegeneinander kämpfen, Godzilla gegen Kong hier und so, vielleicht wird es noch gut, weiß nicht. Der zweite Trailer, der könnte dich interessieren, Chris, Madame Web. Ah ja, schon mal von gehört, ja. Da hab ich den Trailer sieht echt gut aus, den ich gesehen habe. Ja. Ist quasi auch Marvel, ne? Marvel ist Superheldin und die kann irgendwie, was kann sie die Zukunft sehen, ne? Oder sie sieht dann schon so verschiedene Abzweigungen der Zukunft und kann so Sachen beeinflussen. Und der Trailer, den wir gesehen haben, boah, der war gut. Der hat mir echt gefallen. Also, ich hatte vorher nur so Teaser-Bilder und sowas gesehen, noch keinen richtigen Trailer und jetzt den Trailer im Kino zu sehen. Kam gut, muss ich sagen. Ja, und dann kamen noch so ein paar asiatische Filme. Irgendeiner, wo die in so ein Casino gehen, alles völlig überdreht und so. Ja, nicht so meins. Und die waren dann auch halt wieder auf Malaiisch oder so mit englischen Untertiteln. Da war schon der Trailer, die sind ja meistens schnell geschnitten. Da guckst du oben auf die Bilder und die reden irgendwas und musst du unten mitlesen, dann sind oben die Bilder schon weg. Und schwierig. Schwierig. Du musst einfach dein Malaysisch mehr trainieren, ich verstehe es nicht. Ja, ne, hier spricht ja noch nicht mal jemand Malaysisch oder Malaysisch, weiß nicht genau, wie man es überhaupt, weil die meisten sprechen ja alle Englisch. Mit Englisch kommst du ja echt gut zur Rande. Das hätte ich so nicht gedacht, weil meistens, wenn ich irgendwo gewesen bin, war es dann so, du musstest erstmal irgendwie Englisch und dann haben die geswitcht und so. Aber nee, okay. Ich habe noch einen Film geschaut im Heimkino. Nämlich, also besser gesagt, hier im Hotel, da die haben so eine Auswahl hier. Und der heißt Joyride The Trip. Und es gab vor vielen Jahren mal Joyride mit Dings hier, wie heißt der bei Fast and Furious mitgespielt hat und leider verstorben ist mittlerweile. Weißt du, wen ich meine? Paul Walker, genau. Das war so ein Gruselfilm, wo die da in so einem Motel sind und hören nebenan im Raum irgendwas mit und dann entspinnt sich daraus ein Thriller, der echt gut war. Joyride the Trip hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es spielt hier Ashley Park die Hauptrolle. Die könnte man kennen zum Beispiel aus Emily in Paris, da spielt sie halt die koreanische Freundin, die sie da bekommt in Paris und die hat man auch schon in einigen Produktionen jetzt mittlerweile gesehen. Ein kleiner Shootingstar, würde ich sagen. Und hier spielt sie so ein bisschen die Hauptrolle und wir sehen am Anfang sind so zwei asiatische Eltern mit so einem kleinen Kind, die gehen da auf so einen Spielplatz, wo lauter weiße Kinder da spielen und weiße Eltern sind und so weiter und die sagen schon, oh Gott, wo sind wir denn hier hingezogen, in welche Gegend und dann kommen ausgerechnet noch so zwei typische Stino-weiße amerikanische Eltern auf sie zu und so, hi, was macht ihr denn hier und so, ja, es wäre schön hier, wo kommt ihr denn her, aus China oder wo kommt ihr, nein, wir kommen ja aus Los Angeles und so, also ganz wirklich so fettnäpfchenmäßig und ich dachte schon, oh, ich werde es nicht durchhalten, ich werde über den Film nicht berichten, ich werde ihn ausmachen. Aber dann macht der Film noch eine Drehung, nämlich dann sagen die, ja, es wäre schön, wenn unser Kind mit ihrem Kind spielen könnte. Und die denken erstmal so, Gott, die will jetzt nur da irgendwie. Und dann zeigen sie ihr Kind, und das ist halt auch ein asiatisches Kind, das haben sie offensichtlich adoptiert aus China. Und ja, die werden beste Freundinnen, die zwei kleinen Kinder. Die gehen dann gleich zusammen auf den Spielplatz und dann so ein bisschen Zeitraffer, wie sie größer werden, wie sie in die Schule gehen. Und ja, und dann sind sie beide groß und die eine ist Anwältin und die andere macht so Künstlerin, macht so Skulpturen und sowas, sind aber immer noch beste Freundinnen und die machen immer einmal im Jahr so einen Trip irgendwo hin. Und als die Ashley Park mal von ihrem Chef gesagt bekommt, hey, wir haben hier einen wichtigen Kunden in China, in Peking und du bist doch Chinesin, kannst du Chinesisch? Ja, ein bisschen. Okay, du fährst dahin und überzeugst den. Ne? Und sie so, ja, so gut kann ich eigentlich gar nicht Chinesisch. Ich nehme mal meine chinesische Freundin mit, die kann das viel besser. Und dann machen die quasi so eine Art Joyride-Trip da draus, wollen sie quasi ihren Urlaub machen, so ein bisschen Arbeit und Urlaub. Sie bekommen allerdings noch jemanden mit aufgedrückt, auf den sie aufpassen sollen. Auf die sie aufpassen sollen, besser gesagt.
Die sogenannte Dead Eye heißt die. Die ist totaler K-Pop-Fan und zieht sich auch so an und sonst was. Und die müssen sie am Flughafen aufsammeln. Und da hieß es dann, ja, ihr müsst nur während des Fluges auf sie aufpassen, weil dann geht die irgendwo anders hin, trifft die sich mit ihren K-Pop-Freunden und ihr sollt die halt nur dahin bringen. Leider ist dann nicht ganz so. Die haben sie dann immer noch an der Backe und dann lernen sie auch noch jemand anders mit kennen. Und letzten Endes ist es dann so eine ganze Truppe, die so eine Art Roadtrip dann auch durch China machen und auch dann durch Korea. Und das Ganze, sie möchte, die Audrey, gespielt von Ashley Park, die möchte auch gleichzeitig mal versuchen, ihre leibliche Mutter ausfindig zu machen. Denn der Geschäftspartner von ihrem Chef, der da in China sitzt, der sagt dann auch, ja, jeder sollte seine Wurzeln kennen und sowas, sonst kann ich nicht mit dir arbeiten, wenn du nicht mal weißt, wer das ist und so. Das kommt halt irgendwie raus. Und ja, dann macht sich halt auf den Weg, ihre Mutter zu suchen und ein bisschen auf ihre Selbstfindung zu gehen. Und es ist sehr klamaukig teilweise. Allerdings hat es auch wiederum sehr, sehr witzige und gute Szenen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und dieses extrem überdrehte und wo ich eigentlich so Ausschaltimpulse hätte, also wenn da irgendjemand anfängt zu kotzen, weil er irgendwie so einen Drink mit 100-jährigen Eiern getrunken hat und sowas, die Ausschaltimpulse, wenn ich da dran geblieben war, haben die mich immer wieder belohnt mit doch ganz guten Szenen, die dann wirklich auch teilweise bewegend waren und richtig gut gespielt und manchmal wirklich so totale Quatsch-Szenen, wo ich denke, das passt jetzt hier nicht rein. Es hat irgendwie so ein bisschen gewirkt, als hätte der Regisseur oder die Regisseurin, ich weiß gerade gar nicht genau, wer es gedreht hat, Adele Lim, also eine Dame, eine Frau, als hätte die wahrscheinlich eine Idee gehabt und dann hat jemand gesagt, ja, aber wenn irgendwelche Produzenten wahrscheinlich, aber wenn du das verkaufen willst, dann muss da hier noch ein bisschen Spaß rein und die müssen was trinken und kotzen und sowas. Und vielleicht war es so andersrum, vielleicht wollte sie so eine Trink- und Kotzkomödie machen und da hat jemand gesagt, ja, du musst noch ein bisschen mehr Substanz rein, sonst können die Leute nicht richtig mitgehen. Aber ich glaube, es ist eher andersrum, weil gerade der Anfang, wie sich die Eltern kennenlernen, wie sie sich kennenlernen, ist schon sehr herzerwärmend und diese Szenen, wo ich fast Ausschaltimpulse gehabt hätte, die haben sich doch eher an Grenzen gehalten und waren so zum Glück spärlich gesät und ist halt auch viel, wo es so ein bisschen mit den eigenen, ja, mit den eigenen Klischees spielt, mit den Klischees von Chinesen, mit den Klischees von Koreanern und alles Mögliche ist damit drin. Hat eigentlich rundherum auch Spaß gemacht. Also ich hatte da echt Laune. Ich bin ja nun gerade in Asien hier, zwar jetzt nicht in Korea oder in China. Aber ich war auch schon in China und ja, deswegen war es für mich ein echt schöner Film, den ich genossen habe, hier zu schauen. Ich glaube, ich gebe dem auch 7 Punkte. Hat Spaß gemacht. Ja, kann man gucken. Kann ich empfehlen. Ich gucke jetzt mal nebenbei, wo es den in Deutschland zu gucken gibt, falls es den irgendwo gibt. Ist das was für dich, Chris? Kann ich mal so nebenbei fragen, während ich hier suche? Hallo? Das ist spannend. Hallo, jetzt bin ich wieder da. Ja, Keine jetzt Ahnung, bist du was wieder das da. gerade. Ja, keine Ahnung, was da gerade war. Ich hab, tatsächlich ist mein Mute-Button war eigentlich, aber egal. Nee, von dem Trailer habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Oder den Trailer habe ich gesehen, von dem Film habe ich gehört. So, fand ich da schon relativ interessant mit diesem. Ja, guck mal hier, wir haben auch so ein chinesisches Kind, so ein asiatisches Kind. Das ist Das doch kommt ganz im geil. Trailer schon? Ja, Ah, das kommt im okay. Trailer. Deswegen kam mir das sehr, sehr bekannt vor. Ich Schade. denke mir halt auch so, hey Leute, ganz ehrlich, ist doch scheiße, egal, wo das Schade. Kind herkommt. Das ist schon da allerdings eine relativ awkward Situation. Und ja, mal gucken. Ich denke, wenn er auf Sky läuft, ins Kino treibt er mich nicht, aber wenn er auf Sky läuft, dann. Oder in Ja, einem anderen ne, Kino ist der Streaming-Portal. durch. Der Kino ist der schon durch, der Film. Ja. Also den gibt es in Deutschland, sehe ich gerade in allen möglichen Streaming-Diensten, gerade aktuell noch zum Leihen oder Kaufen. Das ist ja meistens ein sicheres Zeichen, dass der nachher in kurzer Zeit dann auch in den Gratis-Paketen oder in der Flatrate sozusagen, nicht gratis, in der Flatrate dann verfügbar sein wird. Und ja, kann man durchaus mal reingucken. Ihr habt ja auch so ein bisschen Faible für Korea durch eure Freunde und so. Ja. Kann man durchaus mal gucken. Dann, vielleicht kennt die den sogar, den Film. Obwohl, nee, warte mal. Der Film ist ja produziert von Seth Rogen und von dem anderen, der auch diese ganzen etwas derberen amerikanischen Komödien produziert hat. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, als da so ein paar Szenen kamen, die auch so durchaus mit Nacktheit zu tun haben. Also die wirklich
Der Film, der zeigt da sehr viel. Also ich bin da echt überrascht gewesen, dass der hier so verfügbar war. Aber gut, wahrscheinlich wissen die, dass du, wenn du hier eingecheckt bist, dass du über 18 bist, dann hat mich auch ein bisschen gewundert, waren noch ein paar derbe Witze drin, wo ich dachte, okay, also für Kinder und ist ja bestimmt nichts. Deswegen, ja. Deswegen, das mochte ich. Also auch diese etwas derberen Witze. Die haben mich dann wieder ein bisschen entschädigt auch und ja. Joyride the Trip. Also Joy und dann Leerzeichen Ride, wenn ihr den sucht, weil es gibt sehr viele Filme, die irgendwas mit Joyride heißen, zusammengeschrieben. Genau. Viel Spaß damit. Okay, Chris, das Indie und das Dingsbumsrad. Ja, ja, Hast du jetzt natürlich. endlich mal geguckt? Ja, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, es nachzuholen. Und ich kann es auch ganz kurz machen, weil es ist jetzt schon eine Weile her. Gibt es jetzt bei Disney Plus schon eine Weile. Und da kann man dann auch sich mal einklicken. Und ja, für mich ist es ja nicht mein Lieblings Indiana Jones Film, sondern ein durchschnittlicher Indiana Jones Film, der durchaus Spaß macht, der ein bisschen die alten Sachen aufflippern lässt und so ein bisschen auch wieder zurückholt auf die Leinwand. Ein paar Sachen, wo ich wirklich witzig fand, wie zum Beispiel, wenn Indiana Jones da ausholt, also wenn Harrison Ford ausholt und jemandem eine zimmern möchte und halt irgendwie mehr oder weniger verpufft, weil er einfach die Kraft nicht mehr hat. Das fand ich schon ganz arg süß. Was mich schon zu Beginn geärgert hat, war die eine Szene auf dem Zug. Da hat man einfach nur gesehen, dass es animiert ist und das fand ich schlecht animiert. Ja, hat nette Szenen, hat klassische Szenen, Zeitreise, weiß ich jetzt nicht, ob man, aber ja. Ja, Achtung jetzt mal, wir spoilern jetzt mal. Also, wir haben sie ja jetzt alle. Der Film ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Also, Ja. Achtung, wer jetzt Indie noch nicht gesehen hat, den neuen, genau, lass uns mal darüber reden. Genau, wie fandst du denn am Schluss dieses Zeitreisethema? Ja, es ist für mich so nach dem Motto, wenn dir nichts mehr einfällt, du machst eine Zeitreise. Man frage bei den Avengers nach. Ja, ich fand das herrlich, herrlich quatschig überdreht. Also wirklich Ja, aber. im guten Sinne, weil Indy hatte immer schon ein bisschen was, was weiß ich, wenn da irgendwelche Voodoo-Zauberer dann irgendwie ein Herz irgendwo rausgeholt haben oder irgendwas, dann am Ende oder irgendwelche übertreten Sachen. Ich mochte das einfach, die. Es war so herrlich, so nach dem Motto, ja, wir verlassen jetzt einfach mal die ausgetretenen Wege und machen einfach mal was völlig anderes. Es hat so ein Ja. bisschen gewirkt wie Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit und so. Ja. Ich hatte wahnsinnig Spaß im Kino, als ich es gesehen habe. Ja, also wie gesagt, für mich ist es ein durchschnittlicher Indiana Jones Film, der hoffentlich das Ganze jetzt auch zu einem für alle erträglichen Ende gebracht hat. Und ja. Ja. Ja, was ich ein bisschen schade fand, war, dass es nicht irgendwie so ein. Die haben es ja versucht, in diesem unsäglichen vierten Teil, den es ja eigentlich nicht gibt, haben sie ja versucht, so eine Art Staffelstab zu machen und den weiterzugeben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte mir schon gewünscht, dass vielleicht irgendwie so, weil dieses ganze Thema Indiana Jones ist schon toll, dass er da vielleicht irgendwie noch Personen etablieren, wo da vielleicht noch mehr draus werden kann oder Ja, so. nee. Ich glaube, das Thema ist jetzt wirklich durch. Es ist einfach, es ist okay, es ist fertig und das fertig wird jetzt auch sein. War vielleicht auch unsere Jugend, Ja, Indie eben. und jetzt die Kids von heute, die haben jetzt eh ganz andere Sachen. Ja. Eben, eben. Deswegen, Ja. das passt. Für mich passt das so. Ich nehme das so. Es ist, wie gesagt, ein schöner Abschluss. Es gibt ja sogar die Referenz auf, ja, mein Sohn und bla bla bla. Also, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Aber ja. Ja, that's it auch. Also, wie gesagt, ich möchte dem Film nichts Böses. Das wäre gemein. Deswegen, ich würde bei beiden Punkten wäre ich bei 6,5 von 10. Weil es war schon, ja, er hat mich unterhalten, aber nicht so, wie das Teil 1 bis 3 gemacht haben. Okay, aber nach dem unsäglichen vierten Teil war es auf jeden Fall eine Offenbarung. Also, Ja. wirklich, ja. Gut, dann sind wir ja schon bei den Filmen soweit durch. Ich gucke dann mal, was ich nächste Woche noch so gucken kann. Vielleicht gibt es hier im Hotel. Ich habe nicht viele Filme gefunden, wo ich gedacht hätte, ja, interessieren mich. Da sind halt viele asiatische Sachen dabei, wo ich noch nicht so tief eintauchen möchte. Solche.
Das ist mir dann teilweise doch etwas zu wild, was da passiert. Ich habe jetzt mal auf Apple TV. Ach, ich habe es übrigens hinbekommen, das mit dem VPN. Hatte auch jemand in den Kommentaren empfohlen gehabt, VPN zu installieren auf dem iPad. Und ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich auf dem Computer die McAfee Antivirus-Software habe, da ist ein VPN gleich mit dabei und du kannst auch damit deine Mobile-Geräte schützen und das ist da gleich mit drin. Du hast da irgendwie 5 oder 6 Devices, die du mitbezahlt hast und da habe ich mein iPad, die App installiert mit meinem Account und da kann ich jetzt deutschen VPN nutzen. Da konnte ich halt auch schön jetzt, hat auch funktioniert. Allerdings habe ich Apple TV, da ging das ja auch. Und da habe ich jetzt Masters of the Air geschaut. Hast du da schon mal was davon gehört, oder? Ich kenne Masters of the Universe und Masters of the Air. Masters of the Air habe ich was von gehört, ja, was von gelesen, aber hat mich jetzt noch nicht so, dass ich sage so, ja, muss ich sehen. Es gab ja eine sehr, 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 sehr gute Serie, die immer wieder genannt wird bei den besten Serien aller Zeiten, Band of Brothers. War ja damals von Steven Spielberg produziert, nachdem er den Soldat James Ryan gemacht hatte. Da war ja diese furiose Anfangsszene und wie die dann quasi nach Frankreich und so weiter die Infanterie da eindringt. Und der hat ja dann eine Serie draus gemacht über so verschiedene Personen, über diesen ganzen Feldzug quasi. So eine Miniserie. Und die war wahnsinnig erfolgreich. Und dann hat er eine Serie gemacht, The Pacific, dann irgendwie 9 Jahre später oder so. Da ging es dann um den Pazifikkrieg, der ja auch heftig war, den die Amerikaner geführt haben. Dann immer dieses Inselhopping und so weiter. Und jetzt gibt es ungefähr auch wieder, nee, etwas mehr als 10 Jahre später, 13 Jahre um genau zu sein, gibt es jetzt eine Serie über den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg, nämlich Masters of the Air. Und das Thema Luftkampf und Luftkrieg war immer schon so ein bisschen, habe ich immer schon ein Faible dafür gehabt, seitdem ich damals auf dem Amiga irgendwie Wings gespielt habe und so. Und habe da auch viel drüber gelesen und ach so, nicht Erster Weltkrieg Luftkampf und Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und ja, hier geht es halt um den Zweiten Weltkrieg und in den ersten 2 Folgen, die es jetzt online sind, erfahren wir halt basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller die Geschichte von diesen jungen Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, die erstmal von der USA aus nach über Grönland nach England geschickt werden. Also Grönland müssen sie mal zwischenlanden, um mal ein bisschen aufzutanken und dann weiter nach England bis zu ihrer Base, die sie dann einnehmen und von dort aus die Angriffe fliegen auf Deutschland und zusammen mit der Royal Air Force. Und es war damals so, die Royal Air Force, die waren jetzt schon einige Jahre im Krieg mit Deutschland und die hatten auch schon einige Verluste ja erlitten und hatten auch schon auch im Bodenkampf schon einiges und die waren schon richtig echt pisst von den Deutschen. Deswegen haben die gesagt, das ist schon scheißegal, wir fliegen die Angriffe bei Nacht, auch wenn wir da unsere Ziele nicht genau sehen, wir werfen einfach die Bomben dann irgendwo ab, wenn wir denken, wir sind da. Während die Amerikaner, zumindest hier in den ersten 2 Episoden, wird gesagt, ja, die hatten dann eher so einen chirurgischen Ansatz. Die wollten da wirklich nur die Ziele treffen, so wenig wie möglich Kollateralschäden verursachen. Und deswegen haben sie ihre Angriffe bei Tag geflogen, was natürlich die verheerende Folge hatte, dass sie relativ gut zu sehen waren am Nachthimmel und dadurch relativ viele Verluste einstecken mussten durch die Flak. Und darum geht es halt auch so in den ersten 2 Folgen. In der ersten Folge wird halt so der erste Angriff geflogen auf Bremen, wo sie schon einige Verluste einstecken müssen. In der zweiten Folge auf so ein U-Boot-Facility da irgendwo in Norwegen. Und wir sehen einige bekannte Leute. Ich glaube, der bekannteste oder der wichtigste Darsteller ist, glaube ich, der den Elvis gespielt hat aus dem Film. Du kannst dich erinnern, ne? Du fandst ihn ja gut. Austin Butler heißt der, ja, glaube ich. Da wurde ja auch, glaube ich, da Oscar nominiert für den Film, wenn ich mich richtig erinnere. Dann auch mit dabei ist Callum Turner. Nee, warte mal, den meine ich gar nicht. Ich meine Barry Keoghan. Den habe ich zuletzt gesehen bei The Banshees of Inisherin. Hat er den eingespielt und fand ich richtig gut.
Aktuell ist er gerade bei in Saltburn in dem Film, der gerade ziemlich viral die Runde geht. Ich glaube, auf Amazon Prime läuft der, ne? Soll ja sehr explizit sein. Da soll man sein Glied sehen. Stell dir das mal vor. ja, klar. Und bei Eternals hat er auch mitgespielt. Ja, also insgesamt ein echt gutes Casting. Wie meistens bei den, oder nee, eher ungewöhnlich, denn bei den Pacific war es eher so, dass für die, ja, für die tragendsten Rollen, also für die jungen Leute, die da in den Krieg geschickt werden, hat man eigentlich eher unbekannte Leute genommen oder zum damaligen Zeitpunkt unbekanntere Leute. Hier ist es so, den Austin Butler, dadurch, dass er diesen bekannten Elvis-Film gemacht hat, ist es eigentlich ungewöhnlich, dass man jetzt so ein bekanntes Gesicht hat in der Rolle. Aber gut, die Nebenrollen sind auch extrem gut besetzt, die kennt man aus diversen anderen Filmen. Und ich finde es jetzt momentan noch nicht ganz so packend wie The Pacific oder natürlich Band of Brothers war überragend. Da hat man wirklich gleich von Anfang an mitgelitten. Hier war es so ein bisschen so, diese Bomberpiloten, die da losgeschickt werden, die sind halt diese Besatzung von den jeweiligen Sachen, die sind halt sehr viel auf Rotation. Das heißt, da kommt dann immer mal ein anderer Navigator mit, ein anderer Bordschütze, weil dem einen irgendwas ist oder der ist krank geworden. Da ist nicht so eine richtige Gruppe wie jetzt bei Band of Brothers, wo du, okay, das ist jetzt der, das ist der, der hat erzählt, der hat eine Frau zu Hause, okay, der wird wahrscheinlich nicht überleben, weil sonst hätte er es nicht erzählt, das ist halt extra. Und lauter so eine Sachen, weißt du, und hier ist halt außer den wirklich dem Piloten hier, dem Elvis-Darsteller und noch irgendwie den anderen, die anderen werden so ein bisschen durchgewechselt, habe ich das Gefühl, je nachdem, wer da gerade verfügbar ist. Und ja, mal schauen, vielleicht spielt sich das noch irgendwie ein. Und die Einsätze war schon beeindruckend zu sehen, wie krass das war, wie was für Himmelfahrtskommandos das war, was die da geflogen haben. Ansonsten, das, was alles so neben den Einsätzen ist, ist mir so ein bisschen zu sehr, wie soll ich es nennen, na, zu sehr Testosteron geladen, ja, wenn sie dann irgendwie dann abends in der Kneipe sitzen und ja, dann irgendwie mit den Royal Air Force Piloten eine Schlägerei anfangen und sich da so gegenseitig hochschaukeln, so, ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich war das so, weil sie alle Langeweile hatten und irgendwie gefühlt eh nicht mehr so lange zu leben, haben sie es halt rausgelassen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich jedes Mal das Gefühl hätte, es könnte ein wichtiger Einsatz kommen, würde ich dafür sorgen, dass ich mich nicht mit Alkohol zuknalle, dass ich vielleicht völlig verkatert am nächsten Tag fliegen muss. Aber gut, ja. Wahrscheinlich ist es so. Auf jeden Fall top produziert. Es sieht wahnsinnig gut aus. Ich habe ja hier meinen Fire TV Stick hier an den Hotelfernseher gesteckt hier und habe da Apple TV laufen. Das ist auch der Hotelfernseher. Das ist hier richtig ein UHD-Ding wie zu Hause bei mir. Sieht schon richtig geil aus. Da kann man durchaus mal gucken. Masters of the Air auf Apple TV Plus. Wem Pacific und The Pacific, besser gesagt, und Band of Brothers gefallen hat. Sollte da auf jeden Fall mal reingucken, ein bisschen was für den Luftkampf übrig hat. Ist es für dich was, Chris, oder eher nicht? Nee. Nee, du bist hat überhaupt nicht so... Kann ich Tagesschau gucken, dass ich genug kriege? Ja, gut, der ist aber lange vorbei hier zum Glück, der hier, den man hier sieht. Ja, nee. Was ich ganz cool finde, ist noch das ganze Set-Design. Also die haben ja wirklich wieder ordentlich mit Geld zugeschmissen, die Produktion. Ja, du siehst halt wirklich... die alles, was so am Boden ist, das sieht alles sehr echt aus, als hätten sie da wirklich echte Flugzeuge genommen und wirklich die von damals und echtes Set-Design und so. Sieht nicht viel Greenscreen und CGI aus. Ziemlich gut. Okay. Apropos CGI. What If? Staffel 2. Ja, das kann man auch relativ schnell machen. Also es gab ja vor was, 2 Jahren, 3 Jahren oder sowas dieses... im Marvel-Universum diese Erweiterung mit der Animationsserie What If? Also stellt euch die Frage, was wäre wenn? Und da fand ich die erste Staffel relativ gut. Es war cool gemacht, coole Geschichten erzählt. Und wie es halt so ist, wenn was ein bisschen erfolgreich ist, macht man eine zweite Staffel. Und wie es leider manchmal so ist, ist es dann nicht mehr so ganz geil. Und so ging es mir jetzt mit What If der zweiten Staffel auch. Der Stil ist immer noch klar, immer noch gleich geblieben, die Art und Weise der Erzählung auch. Dieses Reisen durch die verschiedenen Zeitlinien und so, aber das fand ich dann schon ein bisschen abgedreht. Dann Charaktere eingeführt, die bisher vom Cinematic Universe völlig irrelevant waren
und dann da ein Auge drauf gelegt. Dann ganz, ganz die stark. Journals. Nee, nicht mal. Dann ganz starkes Auge auf Captain Carter gelegt. Ja, ich finde es gut, wenn da die Geschichte, oder finde ich cool, wenn da diese Alternativgeschichte erzählt wird. Nur fand ich es so ein bisschen übertrieben, weil sie rückt schon sehr stark in den Fokus. Und das war mir dann im Endeffekt zu viel von ihr. Ich hätte gerne auch vielleicht ein paar andere Ideen oder andere Sachen gesehen. Deswegen, während ich die erste Staffel noch als coole Erweiterung einfach empfunden habe und auch in Erinnerung habe, ist jetzt Staffel 2 eher so ein, ja, jetzt drücken wir halt mal da noch ein bisschen durch, dass es ja auch einen weiblichen Captain America oder Captain Great Britain in dem Fall ja gegeben hat und was weiß ich was. Und fand ich schade. Viel, viel Potenzial. Wo ist Captain Germany? Wo ist Captain Germany? Ja. Wo ist der wohl? deswegen fand ich ein bisschen schade, weil mir war es am Ende zu viel von Carter, aber die hat sich dann wohl auch die Staffel gedreht, aber dann muss ich es nicht What If nennen, sondern dann kann ich es auch The Captain Carter Stories nennen oder sowas. Also, ja. Es ist okay, man kann sich's mal anschauen. Also, wer auf das Marvel-Zeug abfährt und das feiert, der sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren. Der Rest, ja. Also, Erik, wenn du viel Zeit und nichts zu tun hast, dann. Nee, Disney Plus funktioniert leider nicht. Danke, Disney Plus. Ja. Danke dafür, ja, dass man. Ja, aber trotzdem, alles andere funktioniert hier. Wofür ich bezahle, ja. Apple TV funktioniert, Amazon Prime funktioniert. Die erkennen, dass ich im Ausland bin bei Amazon Prime. Die haben nicht alle Filme drin, steht auch extra da. Aber ist okay, es funktioniert wenigstens. Hier, also mit meinem Fire TV Stick, ich rede jetzt nicht von VPN. Ja, also mit einem Fire TV Stick am Fernseher, ja. Und Netflix ohne Probleme. Das volle Angebot, was ich zu Hause habe, habe ich hier. Ja, so schön. Ja, wunderbar. Ja. Aber Disney Plus leider nicht. Und Sky auch nicht. Aber gut, Sky habe ich eh nicht auf dem Fire TV Stick. Das geht ja nicht. Ja, naja. Mal schauen. Ja, ich bin... Wenn alles klappt, komme ich am Mittwochabend, fliege ich hier raus. Bin dann am... Ja, durch die Zeitverschiebung am Donnerstag gegen Mittag in Deutschland. Muss dann noch Zwischenstopp in Amsterdam. Amsterdam. Ja, Mr. Damn. Ja, da werde ich die Zeit wahrscheinlich in der Lounge zubringen und irgendwie vor mich hin vegetieren dann nach dem langen Flug. Und ich muss sagen, hinwärts, erstaunlich gut. Also wirklich das Jetlag richtig gut weggesteckt. Also ich konnte astrein im Flugzeug schlafen und ging wunderbar. Mal sehen, wie es rückzu wird. Und mal schauen. Wir werden sehen. Ja, jetzt erstmal noch 3 Tage durchziehen. Die nächsten 2 Tage wären noch mal ein bisschen heftig. 3 Tage wach. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Hey, ist ein toller Song. Super Überleitung für die Musik-Tipps. Ja, Music. Aber den haben wir alle beide nicht drauf auf unserer Liste. Hier im Hotel, also ich habe ja hier, ich esse immer Frühstück im Hotel und ich mag immer nicht irgendwo extra noch früh, wenn ich noch halb schlafe, dann irgendwie noch großartig rauszugehen in die große weite Welt, um irgendwas zu suchen. Ich buche immer Frühstück im Hotel. Und die haben immer unterschiedliche Musik laufen und ein paar Mal wiederholt sich der Cycle. Ich bin jetzt auch schon eine Weile hier. Und jetzt mittlerweile hat sich der Cycle wiederholt von denen ihre CD oder was die da haben. Und da ist nämlich eine Version von 99 Luftballons von hier so in so einer ganz bestimmten Art. Und ich finde den echt nett, also wirklich gut Nova performt Bossa. Und so. Geil. Kennst du das Nova wohl? Oder? Nee. Ich glaube, ich kenne das sogar. Nova Bossa, sag mir was. Das klingt echt nicht schlecht. Also ich fand das wirklich, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dadurch, wie gesagt, die wechseln immer mal für die Leute, die nicht so lange im Hotel sind, damit es immer mal was Neues ist, aber ich bin schon weit über eine Woche hier und ja, fast 2. Deswegen Nova Bossa featuring Lizette mit 99 Red Balloons. Fand ich echt gut gelungen, das Cover. Was kommt von dir? Ich musste kurz reinhören. Ich habe einen Klassiker heute dabei. Und zwar von Papa Roach, Scars.
Okay, ist das was Neues? Sag mir gerade. Ein Klassiker. Nicht so. Ich habe ein Klassiker. Scars, okay. Na, ja, ich weiß nicht. Ich meine, dass du mit Papa Roach vielleicht meinst, das ist Papa Roach ist ein Klassiker, die Band. Nee, aber der Song. Warte mal, Scars sagt mir gerade nicht so viel. 2004. 1. Januar. Scars. Irgendwann featuring Jahr. Chris Daugherty. Nee, das ist die neue. Das ist die Live-Version. Nein, 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 ich möchte schon das. Aha, da gibt es doch eine neue Version. Okay. Ja, oh. Scars hier. Ah, da muss ich ja mal rein. Okay. Okay. Das ist, na, ich pack's mal drauf. 20 Jahre wird dieser Song alt dieses Jahr. Den kenne ich jetzt noch nicht. Ah, den kennst du, wenn du ihn hörst. Echt? Ich wollte jetzt nicht bis zum Refrain wegen GEMA. Auf keinen Fall, obwohl ich bin hier in Malaysia, scheiß auf die GEMA. Ja, aber gut, mein Server steht ja in Deutschland. Scheiß GEMA, scheiß GEMA. GEMA, also, Bier trinken. So, jetzt packe ich gleich den anderen noch drauf, damit ich das nicht vergesse. Und vielleicht hat dann, ach hier ist das. Ja, ich gehe mal rein, damit man es nicht so laut hört. Nachher kommt wirklich was wieder. Es gibt auch kein GEMA. Doch, bin mir sicher. Ach ne, GEZ gibt es nicht mehr. GEMA. GEZ gibt es nicht mehr. Nein, GEZ gibt es seit 1000 Jahren nicht mehr. Aber ich bezahle doch immer noch. Wo geht das hin? Ja, du zahlst den Rundfunkbeitrag, aber die GEZ gibt es nicht mehr. Ach so, die Gebühreneinzugszentrale. Ja, aber ja, gibt es schon noch die Gebühr, die ich da entrichten muss. Die ich auch gerne entrichte, möchte ich sagen. Weil ich gucke sehr gern öffentlich-rechtliches Programm und das soll auch durchaus weiter gefördert werden. Jawohl, bin ich durchaus dafür. Genau. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich hier so mit den Mediatheken rumexperimentiere im Ausland, AD, ZDF, Mediathek, funktioniert? Kannst du alles gucken? Ja, okay, wir haben es kapiert. Die Grüße gehen raus an Disney Plus und Sky. Gibt es sogar einen, den hätte ich fast geguckt, aber den hast du schon besprochen, nämlich Helden der Wahrscheinlichkeit. Den gibt es gerade bei AD in der Mediathek. Ja, guck ihn an. Der Ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt lieber einen nehmen, den wir noch nicht besprochen hatten, weil es am Anfang so aussah, als haben wir wenig Content für heute. Schau ihn an. Ja, mach ich noch. Der ist echt cool. Gibt's in der ARD Mediathek. Könnt ihr kostenlos quasi gucken. Überall auf der Welt. Kleiner Zwinker, Zwinker, Disney Plus. Okay, dann sind wir durch für heute. Dann schöne Grüße an die Kate, falls sie hier reinhört. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen an alle. Und denkt dran, hier an meine Frage, lohnt sich Poor Things? Soll ich den gucken, wenn ich zurückkomme nach Deutschland? Ja, nein. Schreibt es in die Kommentare. Ja, nein, vielleicht. Bis dann. Nee, nicht vielleicht. Da weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich brauche da eine klare Aussage. Hey, mit Wischiwaschi kommen wir ja nicht zur Rande. Also, tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.